Herzlich willkommen bei Diskurs auf Sand. Mein Name ist Philipp Stürzenberger. Ich freue mich heute wahnsinnig, Christoph Gieser zu Gast zu haben. Christoph Gieser ist ja freier Autor, Publizist, hat ein Buch geschrieben, jetzt nehme ich doch meinen Spickzettel, damit ich nichts Falsches sage, Gefährliche Bürger, die neue Rechte greift nach der Mitte, zusammen mit der Liane Bettnarz. Ein sehr spannendes Buch und ja, genau, ich bin auf ihn gestoßen, indem ich mich einfach auch für das Thema interessiert habe und habe dann einen Vortrag von dir auf YouTube gefunden, den ich sehr spannend fand. Kurz vielleicht zum Ablauf. Wir haben eine knackige Stunde, ja, wir machen eine halbe Stunde, wird Christoph ein bisschen was vortragen, erzählen zur neuen Rechte, was gibt es ja leider immer sehr, sehr viel zu erzählen, ist leider auch ein sehr aktuelles Thema. Wäre schöner, wenn er nicht hier sitzen müsste. Genau, und dann gibt es eine halbe Stunde Gespräch mit mir. Was ich nicht mache, es gibt, weil wir sind ja nicht irgendwie in der Universität und sonst was, es gibt keine Publikumsfragen, aber wir sind ja dann dort beim Bier und bei Getränken und dann kann jeder vis-à-vis mit Christoph oder notfalls auch mit mir in das Gespräch kommen und das ist dann ein bisschen intimer und niemand muss sich wegen irgendwelchen Co-Referaten langweilen. Das ist so ein bisschen die Idee. Gut, habe ich irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Christoph, dann fang an. Thema zur Kein Nazi, aber die Diskursstrategien der neuen Rechten. Ja, vielen Dank, lieber Philipp und hallo, das ist eine schöne Wohnzimmeratmosphäre hier. Also das ist jetzt nicht so das ganz typische Setting, in dem ich Veranstaltungen mache, aber ich finde es sehr gut und freue mich, dass ich heute hier sein darf. Ich werde mal ein bisschen versuchen, die Themen in diesem Kontext zu beleuchten, die sonst nicht so stark im öffentlichen Fokus stehen. Es ist ja jetzt nicht so, dass die AfD nicht vorwärts und rückwärts durch die Presse gewalkt würde. Ich glaube aber, dass es tatsächlich so ist, dass vieles von dem Phänomen AfD und neue Rechte noch nicht so weit in die Mitte der Gesellschaft vorgerückt ist, wie es sein müsste, um wirklich zu verstehen, mit was für einem Phänomen wir es zu tun haben. Ich habe dieses Buch, von dem du gesprochen hast, inzwischen, das ist, glaube ich, jetzt, ich müsste jetzt mal genau nachdenken, aber über vier Jahre auf dem Markt. Seitdem hat sich auch der Diskurs doch massiv verschoben. Ich empfehle inzwischen auch gar nicht mehr unbedingt das Buch zu lesen, weil einfach vieles von dem, was da drin steht, inzwischen bekannt ist. Ja, damals war das so, das wird niemals passieren, inzwischen ist es passiert. Aber die Prinzipien, die Strategien, die Ziele, die haben sich nicht verändert. Und genau darüber werde ich ein bisschen versuchen zu reden. Der Titel der Veranstaltung heute, Kein Nazi, aber, ist ja tagesaktuell, muss man sagen, weil es gibt diesen Artikel von Paul Ziemiak, dem CDU-Generalsekretär heute auf Spiegel Online, wo es um die möglichen Koalitionsgespräche oder Kooperationsgespräche mit der AfD in Thüringen, Björn Höckes AfD, geht und wo er eben gesagt hat, es wird keine Kooperation geben. Ein ziemlich scharfer Artikel. Ich glaube nicht, dass man den in der Form von einem leitenden CDU-Politiker schon mal gelesen hat. Also eine sehr deutliche Abgrenzung, auch lesenswert. Und da sagt er eben, es kann da keine Kooperation oder was auch immer geben. Und für ihn ist Björn Höcke ein Nazi. So, also wirklich tagesaktuell das Thema, wussten wir natürlich nicht. Das Interessante ist, zu sagen, Björn Höcke ist wahrscheinlich ein Nazi. Trotzdem stimmt die Überschrift kein Nazi, aber hört sich erstmal wie ein Widerspruch an, ist aber nicht unbedingt einer. Dazu muss man mal 100 Jahre in die Vergangenheit gehen. Das ist nämlich so ein Phänomen, das tatsächlich sich ganz gut daran erklären lässt. Es gab nämlich mal Zeiten, die 1920er beispielsweise, da gab es in Deutschland eben nicht nur eine Form von Rechtsextremismus oder Rechtsradikalismus, nämlich den Nationalsozialismus, wie das heute in der öffentlichen Wahrnehmung oftmals so ist. Ne? Also wer rechtsextrem ist, ist Nazi und wer Nazi ist, ist rechtsextrem, Punkt. In den 1920ern, wenn man sich das anschaut, wie das damals war, war das eben so, dass es ganz unterschiedliche Strömungen, so wie im linken Lager auch, ja, die
SPD, USPD, KPD und dann die ganz vielen Splittergruppen, sah das im rechten Lager auch aus. Und es gab eben neben den Nationalsozialisten, die so waren, wie wir es wissen, antisemitisch, Herrenrasse denken, militaristisch, auch durchaus populistisch, wenn man das heute so will, also so vermeintlich volksnah, gab es eben auch rechte Strömungen, die nicht weniger radikal waren, also die auch die weibische Weimarer Demokratie, wie sie es genannt haben, abgelehnt haben, die Demokratie als ja, die Abschaffung des Volkes eigentlich, den Pluralismus als die Abschaffung des Volkes, was ja eigentlich genetisch den einen Willen haben muss, verstanden haben, die aber eben so dieses Herrenrassedenken beispielsweise nicht hatten, die teilweise antisemitisch waren, teilweise nicht, aber eben leicht andere Formen von Rassismus vertreten haben, die am Schluss wahrscheinlich in dasselbe geleitet hätten, aber eben nicht identisch waren. Und ich weiß nicht, wer den Begriff konservative Revolution kennt. Ein paar Leute nicken, ein paar Leute schütteln auch mit dem Kopf. Das ist eben diese Strömungen, die auch sowas Bürgerliches hatten, ja, diese werden heute summiert unter dem Begriff konservative Revolution. Ich würde auch übrigens bitten darum, diesen Begriff sich mal zu merken, weil das ist ein Begriff, der so ein untoter Begriff, der manchmal wieder auftaucht und zum Beispiel auch hier, wie heißt er, der Dobrindt, genau. Dobrindt hat vor einem halben Jahr oder vor einem Dreivierteljahr einen Artikel geschrieben, wo er von der konservativen Revolution gefaselt hat und so dumm kann der Mann nicht sein, dass er nicht weiß, wovon er spricht. Also das ist dann schon auch der Versuch, naja gut, es gibt Leute, die sehen es anders, aber also ich bin mit Sicherheit kein Dobrindt-Fan, was auch den Intellekt angeht, aber ich glaube schon, dass der sowas nicht zufällig geschrieben hat. Das heißt, da geht es dann auch darum, an irgendwie gewisse Szene anzugreifen, die durchaus auch die CSU-Szene der Vergangenheit war. Ja? Also die konservative Revolution, der Begriff wurde damals nicht geprägt, sondern später von jemandem, der hieß Armin Mohler. Wem sagt der Begriff was? Armin Mohler ist so, nennt man so den Biografen der konservativen Revolution. Der hat dazu ein sehr, sehr großes Werk geschrieben. Also das ist ein mehrbändiges Werk, ein Riesenwälzer. Und wer hat ihn finanziert oder wer hat dafür gesorgt, dass er finanziert ist und sonst nichts anderes machen brauchte? Franz Josef Strauß. Der hat ihn bei der Siemens-Stiftung untergebracht damals. Und dazu muss man wissen, Mohler war so ein Kandidat, der war so richtig geistesgestört. Das war ein Schweizer, der irgendwie auch da schon nicht so richtig Anschluss gefunden hat. Und dann im Zweiten Weltkrieg illegal über die Grenze nach Deutschland ist, um sich der SS anzuschließen. Und die haben den geprüft und gesagt, der Typ ist uns zu bekloppt, den wollen wir nicht. Also so. Und das ist dann jemand gewesen, der von Franz Josef Strauß Jahrzehnte protegiert wurde und in dieser Zeit eben über diese konservative Revolution schreiben durfte und auch ganz viele andere Bücher, antiliberale, antidemokratische Bücher geschrieben hat, unter dem Schutzmantel von Franz Josef Strauß. Insofern gibt es da schon eine historische Anknüpfung in dem Milieu der CSU. Insofern ist auch manches, was die AfD behauptet, dass sie manches heute vertritt, was die CSU oder die CDU früher mal vertreten haben, ist gar nicht so falsch, macht es aber nicht weniger antidemokratisch, ja, und nicht weniger problematisch. Also ich glaube, wir müssen uns eben auch mal von dem Gedanken verabschieden, dass alles, was nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland passiert ist, immer irgendwie von Demokraten für Demokraten war, sondern das war teilweise durchaus ganz schön autoritär und es ist jetzt auch keine ganz neue Erkenntnis, dass in der neuen Bundesrepublik eine ganze Menge alter Nazis nochmal richtig Karriere gemacht hat, bis hinein ins Kanzleramt unter Konrad Adenauer. Also das ist so ein bisschen das Spiel und das Interessante war, dass auch damals schon diese Leute übrigens mit Hitler wenig anfangen konnten zum Großteil. Also viele von denen sind später tatsächlich auch unter Hitler verfolgt worden. Andere haben sich dann so angepasst, Karriere gemacht. Karl Schmidt ist einer von den Kandidaten, der den Schwenk hingekriegt hat, aber bis heute einer der wesentlichen Vordenker, ideologischen Vordenker der neuen Rechten ist. Wem sagt Karl Schmidt was? Hier vorne. Freund-Feind-Denken, also genau das, was wir heute erleben. Die Polarisierung der Gesellschaft als politisches Mittel. Schwarz-Weiß, bist du für uns oder gegen uns? Auch die Guerillataktiken hat er schon sehr früh aufgeschrieben. Andere Leute, die man vielleicht kennt, Oswald Spengler, Untergang des Abendlandes, auch wieder ein Phänomen, was wir heute sehen, das Herbeireden eines möglichen Untergangs unserer Zivilisation, unseres westlichen Abendlandes, um so ein Sense for Urgency, so ein Gefühl von, oje, oje, es muss jetzt was passieren, die konservative Revolution muss über uns hereinbrechen,
das ist so ein bisschen das Phänomen, was sich dann auch 100 Jahre später wieder wiederholt. Das war alles schon mal da. Es gab damals übrigens auch ganz interessante Bücher, wo dann von der Slavisierung des Abendlandes philosophiert wurde. Also die Behauptung, die Slaven, die aus dem Osten ins Reich einwanderten Slaven, würden über ihre höhere Geburtenrate die Deutschen bis 1960 verdrängen. Das war die Hypothese von Edgar Julius Jung. In die Herrschaft der Minderwertigen. Wenn man das Buch liest, ich habe das parallel gelesen zu Sarrazin damals und ich konnte danach die Zitate nicht mehr auseinanderhalten und die Sterbetafeln und diese ganzen, das ist Wahnsinn. Also ich behaupte, Sarrazin hat das Buch zumindest gekannt, vorsichtig ausgedrückt. Aber es ist, also nach Jung wäre 1960 kein Deutscher mehr auf der Welt gewesen, haben die Deutschen noch nicht mal mit einem verlorenen Zweiten Weltkrieg geschafft, das hinzukriegen. Aber es sind eben immer wiederkehrende Muster. Und es ist eben auch rechtsradikal, rechtsextrem, es ist antiliberal, antidemokratisch, antifeministisch, wenn man so will. Es ist natürlich anti-amerikanisch, anti-westlich. Es ist aber eben nicht nationalsozialistisch in den meisten Fällen. Ja? Und dann, das heißt dann eben nicht, dass man nicht auch Leute haben kann wie Björn Höcke oder Andreas Kalbitz, der führende Kopf in Brandenburg inzwischen, die eben auch eine Neonazi-Vergangenheit haben. Bei Höcke ist ja inzwischen belegt, dass er eben auch in NPD-Postillen rechtsextreme Texte geschrieben hat. Das heißt, das ist dann eben eine Spielart des Phänomens, weil natürlich die eben auch gucken, wo ist jetzt was, was funktioniert und sich dann da anschließen, auch wenn man in die Identitären reinschaut, die identitäre Bewegung, die ist nicht im Kern aus National- oder Neonazis entstanden. Das heißt aber nicht, dass dort nicht auch alte Neonazi-Kader sich wiederfinden. Ja? Weil sie einfach gucken, wo kann man was gegen Ausländer machen oder so. Ja? Also das ist natürlich teilweise was Opportunistisches. Es ist aber nicht, auch wenn jetzt Gauland gesagt hat, Höcke ist die Mitte der Partei, ist aber nicht der Kern der Partei. Das macht das Ganze aber übrigens überhaupt nicht weniger problematisch, um das mal ganz deutlich zu sagen. Es ist nur unterschiedlich und es ist eben so, man sollte das im Kopf haben, weil dieses Phänomen, dieses, was man dann hat, ich bin doch kein Nazi, ja, ist eben bei den meisten durchaus richtig. Die sind keine Überzeugten, die sind nicht davon überzeugt, dass die Deutschen die Herrenrasse sind, die schon genetisch dazu befähigt sind, die anderen Völker zu dominieren oder umzubringen. Ja. Die finden auch vielleicht Adolf Hitler nicht cool. Das ist aber, was die glauben, ist dann sowas wie Ethnopluralismus. Ich weiß nicht, wem sagt der Begriff was? Ich frage ganz oft hier und manchmal nicken Leute. Hier sagt jemand, Ethnopluralismus ist, ich mache das immer an einem Beispiel. Wer hier mag Hunde? Irgendjemand muss sich jetzt melden. Okay, wer, hast du einen Hund? Oh. Was war denn das für ein Hund? Also ein reinrassiger? Okay, das heißt, du magst reinrassige Hunde. So, und du würdest es auch schade finden, wenn sich Hunde einfach so vermischen könnten und es irgendwann nur noch so Straßenkötermischungen gäbe und keine Münsterländer mehr. Du musst jetzt ja sagen. Ist natürlich, man fängt schon an zu denken, wenn so eine Frage in so einem Kontext gestellt wird, aber der Punkt ist, in der Regel weiß man ja gerade nicht, was der andere einem erzählen will. Und dann kommt eben so, fändest du doch auch schade, wenn die Hunderassen irgendwie verschwinden würden. Ja? Oder wer hier mag Monsanto? Geile Frage, ne? Das ist eben so ein Ding. Ja, Monsanto hat ja versucht ja an manchen Stellen Saatgut, ich sag mal, zu monopolisieren. Und eben dafür zu sorgen, dass wir alle nur noch dieselbe Art von Kartoffel essen dürfen, so. Ist jetzt auch nicht ganz so einfach, aber das ist ja immer so ein bisschen die Erzählung. Finden wir auch alle nicht gut. Wir sagen doch, Mensch, es muss doch eine Kartoffelvielfalt geben. So, ja, ihr lacht, aber das ist natürlich was, das ist eben die Erzählung, wo die Leute dann sagen, und wenn dann sagen die, also würdest du doch das blöd finden, oder? Wenn diese Vielfalt verschwinden würde. Ja, siehst du, und deswegen sind wir die wahren Antirassisten, weil wir sind nämlich dagegen, dass die verschiedenen Menschen nicht Rassen, sondern Ethnien verschwinden und sich alle so durchmischen, dass wir alle irgendwann gleich aussehen. So, natürlich, ihr seid jetzt alle hier, weil ihr euch für das Thema interessiert und denkt natürlich, was ist das für ein Scheiß, ja? Aber das ist eine Erzählung, die bei den Leuten eben doch verfängt und die eben nicht die klassisch nationalsozialistische ist. Die sagen, nein, nein, ich habe überhaupt nichts gegen Polen, Rumänen, Araber, was auch immer, die Türken, kein Problem damit, ja?
aber es ist doch viel besser, wenn die unter sich bleiben. Und die Erzählung geht dann weiter. Also das ist dann übrigens, da kommen dann so Sachen auch ins Spiel, die setzen genau da an. Das sind dann auch Botschaften in die Szene rein. Werde ich gleich noch ein bisschen erzählen, wie diese Strategie, diese Kommunikationsstrategie funktioniert. Aber vielleicht erinnert ihr euch an die Geschichte mit Frau Özgüz, die Staatssekretärin ist sie, glaube ich, weiß gar nicht, was sie momentan ist. Auf jeden Fall eine deutsch-türkische Politikerin oder eine deutsche Politikerin mit türkischen Wurzeln, wo Gauland gesagt hat, die muss in Ostanatolien entsorgt werden. Ja? So. Wahnsinn, natürlich. Ne? Aber was dahinter steckt, ist die Erzählung, die in identitären Kreisen, in neurechten Kreisen eben ist. So nach dem Motto, ja, der Ali, der muss da halt wieder zurück nach Ostanatolien. Und wenn man dann sagt, ja, aber der Ali ist in Deutschland geboren, der hat hier sein Abi gemacht, der spricht super Deutsch. Und selbst wenn das nicht tut, ja, der ist deutscher Staatsbürger, sagen die, ja, aber man tut dem ja selbst keinen Gefallen. Der hat gar keine Chance, hier wirklich anzukommen, weil er wird sich hier nie so richtig integrieren. Und die Gesellschaft stößt ihn eigentlich auch ab. Und der weiß es vielleicht noch nicht, aber wenn wir den nach Ostanatolien schaffen, dann wird er uns irgendwann dankbar sein, weil da wird er sich gleich viel wohler fühlen. Also so eine genetische, gewissermaßen so eine genetische Zuschreibung, wo die Leute hingehören, die natürlich auch komplett anti-individualistisch ist. Also es spricht natürlich jedem das Recht ab, über seine eigene Biografie, über seine eigene, wer man sein möchte, zu entscheiden. Aber das ist das, was dann hinter so einer Botschaft wie Gauland steckt. Ja, da regt sich dann die Presse tierisch drüber auf, aber der Gauland weiß, dass er seine Szene damit natürlich auch befriedigt hat, weil die genau wissen, der spricht unsere Codes. Ja, und das ist eben so, und das ist eben natürlich auch das, was dahinter steckt, dass man eigentlich den Leuten sagt, naja, das ist so diese Durchmischung, das führt ja nirgends hin. Ja, so, das ist natürlich, da steckt natürlich aber auch, wenn man sich das dann so überlegt, dann so nicken die Leute oft erstmal, aber dann, wenn man sich das überlegt, ist das eben auch natürlich ein Anschlag auf alles, was unsere Gesellschaft ausmacht, nämlich das Recht zu entscheiden, oder tut man ja noch nicht mal, sich zu verlieben in wen man möchte, heiraten, wen man möchte, Kinder kriegen, mit wem man möchte. Ja? So, das ist natürlich das, was dahinter steckt und was da abgesprochen wird. Insofern ist es, kommt es am Schluss dann wieder auf was Ähnliches raus, wie bei den Nazis, die hören aber nur, und das war in den 20ern übrigens genau dasselbe Phänomen, die hören an der Stelle auf, drüber nachzudenken, wo es um die Frage geht, wie kommt man denn dahin? Ja, also Adolf Hitler hat ja schon in Mein Kampf relativ deutlich von Remigrationsprogrammen, Umsiedlung, Zwangsumsiedlung etc. gesprochen. Björn Höcke tut das ja in seinem Buch dann auch, ja, dass man da auch eine Form von gewisser Grausamkeit dann durchsetzen muss und so. Also da steht das schon ziemlich deutlich drin. Aber die meisten tun das nicht. Das kommt dann immer nur in so geleakten WhatsApp-Chats oder sowas, kommt das raus. Ne? Man bestellt schon mal Löschkalk oder irgendwie stellvertretender Vorsitzender der AfD-Fraktion in Mecklenburg-Vorpommern hat irgendwie nicht nur darüber fantasiert, wie er mit 11-jährigen Jungs auf Hüpfburgen Analsex hat, sondern auch, wie man letztendlich dann irgendwann, wenn man an der Macht ist, mit den Journalisten verfährt, die einem unlieb sind. Das sind so Phänomene, das platzt dann mal hoch, wenn mal was geleakt wird, aber eigentlich versuchen die das ja so ein bisschen unter dem Deckel zu halten, weil sie halt natürlich diesen Schritt auch nicht gehen wollen. Und das war übrigens genau dasselbe Phänomen. Also wenn man zum Beispiel Arthur Möller von den Bruck, das war der Schöpfer des Wortes Drittes Reich, ja, den hat dann Goebbels, nachdem er sich umgebracht hat, Möller von den Bruck ist 25, hat er sich umgebracht. Goebbels hat dann den Begriff gekapert, obwohl von Möller von den Bruck Abneigung gegenüber den Nazis, den pöbelhaften Braunhemden, wie er sie genannt hat, dokumentiert ist, er hat sich dann umgebracht, Goebbels hat das den Begriff übernommen, der Weg ins Dritte Reich, und hat ein Buch drüber geschrieben. Aber auch der hat schon genau über dieselben Geschichten fantasiert und aufgehört an dem Punkt, wo die Frage war, wie willst du denn das machen? Und natürlich, müssen wir jetzt nicht lange drüber nachdenken, gibt es keine Möglichkeit, eine homogene, ethnisch homogene deutsche Gesellschaft, europäische Gesellschaft herzustellen im Rahmen der jetzt gültigen Gesetze. Wie soll das gehen? Wie soll das gehen? Ja. Und das ist aber natürlich was, wenn man denen dann vorwirft, irgendwie so, ihr wollt, keine Ahnung, was auch immer, die Konzentrationslager wieder aufbauen, da werden die natürlich laut aufjaulen, weil das haben sie halt auch nirgends gesagt. Ja, stimmt, haben sie nirgends gesagt. Aber ich meine, man braucht nicht viel Fantasie, um zu wissen, dass halt es in dem Rahmen unserer Gesetze nicht geht. Es ist aber natürlich auch nicht verboten, darüber nachzudenken. Das muss man eben auch sagen.
vielleicht ein ganz interessanter Exkurs auch gerade, weil das Phänomen ja eins ist, ne? Also wenn wir jetzt gerade bei dem Thema sind, ich werde ganz viel bei Veranstaltungen gefragt, wir machen ja keine Fragerunde heute hier, deswegen nehme ich die Frage einfach mal vorweg, ob wir denn damit rechnen können, dass die AfD irgendwann verboten wird oder so. Wird sie nicht. Ausgeschlossen. Ausgeschlossen. Die AfD ist kein Fall für die Justiz, die AfD ist kein Fall für den Staat, also für den Staatsschutz schon oder für den Verfassungsschutz, für die Beobachtung. Die AfD ist kein Fall für die Polizei und die AfD ist auch kein Fall für eine veränderte Gesetzgebung. Es gibt unser Grundgesetz nicht her. Unser Grundgesetz erlaubt selbst absurdeste, antidemokratische, antipluralistische Theorien zu vertreten, solange man nicht mit verfassungswidrigen Mitteln versucht, diese durchzusetzen. Auf gut Deutsch, solange man nicht mit den Mistgabeln nach Berlin zieht. Ja? Und das müssen wir uns immer bewusst machen, weil daraus entsteht natürlich eine Aufgabe. Es ist unsere Aufgabe, dieses Phänomen einzugrenzen. Ja? Es wird uns niemand wegnehmen. Und ich erkläre es auch kurz, weil es eben da ein großes Missverständnis gibt. Ich erkläre es kurz am Fall NPD. Die NPD sollte ja zweimal verboten werden. Die NPD ist beim ersten Mal nicht verboten worden, weil man festgestellt hat, 25% der Führungskader sind V-Leute des Verfassungsschutzes. Man kann also keine Partei verbieten, wo 25% der Führungskader eigentlich vom Staat bezahlt werden. Beim zweiten Mal sind sie nicht verboten worden, obwohl man klar festgestellt hat, sie sind verfassungswidrig und verfassungsfeindlich, weil sie schlichtweg zu irrelevant waren. Ja, also man faktisch hat sich das Verfassungsgericht den Schritt gespart, weil man sagt, die sind nicht relevant genug. Man hat gesagt, man kann denen aber trotzdem zu Leibe rücken, zum Beispiel indem man sie von der staatlichen Parteienfinanzierung ausschließt. Hat das Verfassungsgericht sogar als Vorschlag gewissermaßen formuliert. Das passiert jetzt auch. Könnte ich mir übrigens auch vorstellen, dass das mittelfristig ein Thema ist, wo man der AfD zu Leibe rückt, auch wenn es um das Thema politische Stiftungen geht, die ja ab der nächsten Legislatur wahrscheinlich einen Anspruch darauf haben, so finanziert zu werden. Die Diskussionen werden wir kriegen, bin ich mir ziemlich sicher, gerade von dem Hintergrund, was jetzt auch über die AfD so bekannt geworden ist. Aber verboten werden kann die nicht, weil man ihr nicht nachweisen können wird, dass sie sich entweder mit ausländischen Mächten verbündet und irgendwie einen Sturz der deutschen Regierung plant oder irgendwie Waffen bunkert im großen Maße und irgendwie ein Coup d'État, also einen Staatsputsch vorbereitet. Es wird nicht funktionieren, es wird nicht passieren. Ja? Ich sage immer als Beispiel, wir könnten, so wie wir heute hier sind, eine Partei gründen zur Wiedereinführung der Monarchie. Ich soll Monarch werden, wollt ihr natürlich alle, ich bin ein Supermonarch bestimmt, aber wir könnten das gründen, wir könnten damit antreten bei Wahlen, wir könnten gewählt werden, wir könnten selbst die Regierung stellen, wir könnten das selbst als Gesetz einbringen, wir könnten das als Gesetz beschließen. Dann käme das Verfassungsgericht, würde sagen, ist verfassungswidrig, geht nicht durch, etc., aber wir würden nicht verboten werden. Ja? Insofern, und das ist wichtig zu verstehen, weil es so, ich habe immer das Gefühl, es lähmt die Leute so, die denken, das wird uns irgendwann weggenommen. Am Anfang, als ich die ersten Veranstaltungen zu dem Thema gemacht habe, ja, die zerlegen sich doch genauso wie die Republikaner oder wieder. Ja? Oder ja, die werden jetzt immer radikaler und dann dann irgendwann zerlegen die sich. Nein. Und es ist eben auch immer ein Riesenmissverständnis gewesen. Das haben wir doch bei Trump spätestens gesehen, das habe ich vorher immer schon gesagt. Die Leute wählen diese Leute nicht trotz ihrer Radikalität, sondern wegen ihrer Radikalität. Trump wurde immer erfolgreicher, je radikaler er geworden ist. Und wir erleben das gerade bei der AfD auch. Je offener sie radikal ist, sie haben in Brandenburg jemanden mit einer offen rechtsextremen Biografie mit Kalbitz. 21,5%. Björn Höcke, 23,5%. Und wir müssen uns einfach auch damit abfinden, oder wir müssen uns nicht damit abfinden, aber wir müssen es akzeptieren, weil nur das die Möglichkeit ist, auch dagegen etwas zu tun, dass das keine Verirrten sind, die den wählen. Was ist denn das auch? Also ich sage ja auch, ich sag doch nicht, jetzt jemand, der die Grünen wählt, der weiß nicht, was er tut. Oder jemand, der die FDP wählt, der weiß nicht, was er tut. Oder die SPD oder so. Die Leute, die AfD wählen, wissen, wen sie wählen. Die wissen, wen sie wählen. Wir haben in Deutschland ein Potenzial von wahrscheinlich inzwischen über 25% Menschen, die antisemitische Einstellungen haben, die autoritäre Einstellungen haben, die finden, so wie es in Russland läuft, wäre das eine angenehmere Geschichte als bei uns, die Demokratie und Pluralismus nicht so dolle finden. Die wissen, die merken das vielleicht selbst auch teilweise gar nicht,
denen ist das nicht bewusst, die glauben schon, dass sie irgendwie Demokraten sind, aber wir müssen einfach akzeptieren, dass das ein Phänomen ist, das wir momentan haben. Und das ist nicht ganz gleich verteilt, das ist im Osten ein bisschen stärker ausgeprägt als im Westen, aber ich würde auch davor warnen, immer nur auf den Osten zu zeigen und so zu tun, als ob es das Problem im Westen nicht gäbe. Das ist natürlich auch falsch. Ja. So, kleiner Exkurs, Ende. Die AfD ist der politische Arm der neuen Rechten. Okay, kann ich gerne machen. Kann ich gerne machen. Die AfD ist gewissermaßen der parlamentarische Arm der neuen Rechten. Mindset habe ich jetzt ein bisschen erklärt. Man muss das als eine Szene begreifen, die faktisch schon lange bevor die AfD gegründet wurde, angefangen hat, publizistisch, aktivistisch, etwas zu tun, um die Diskurshoheit über die Stammtische und ne, wie man das, aber inzwischen ist ja die Diskurshoheit vor allem auch eine im Netz, aufzubauen. Also es gibt diesen parlamentarischen Arm, dann gibt es die publizistischen Organe, die, ich sag mal, Compact Magazin kennt man, die Sezession, also Compact ist so ein Junge Freiheit ist das Bürgerliche, aber die sind ja fast schon gemäßigt in dem Rahmen, ja, wobei trotzdem rechtsradikal. Die Junge Freiheit ist so ein bisschen das bürgerliche Blatt. Dann hat man einen Kompakt für die wirklich so die antisemitischen Verschwörungstheoretiker, also so die richtig radikalen Durchgeknallten. Dann hat man die Sezession beispielsweise. Das ist dann, wer das mal in der Hand hatte, das ist ein relativ hochwertig gemachtes Magazin, in Schwarz-Weiß gehalten, was in so einem philosophischen, also so, ich sag mal, für den intellektuellen Rechtsradikalen halt so aufgelegt ist. Das wird von Götz Kubitschek herausgegeben. Der hat dann auch diesen Verlag Antaios, in dem er teilweise die 20er-Jahre-Denker neu publiziert, die vorher nur noch antiquarisch zu erhalten waren. Bei denen gibt es dann auch Mola durchaus und eben auch die neueren. Also Sieferle war ja so eine große Debatte, den hat er zum Beispiel auch verlegt. Insofern hat man ganz, ganz viele kleinere Sachen, auch die Blaue Narzisse als Schüler- und Studentenzeitung, als Online-Geschichte. Und das Interessante daran ist, dass die auch tatsächlich nicht unbedingt immer genau einer Meinung sein müssen. Also die variieren sowohl in der Fokussierung auf Themen als auch in der Tonalität. Ja? Die Aufgabe ist, die Diskurshoheit zu erlangen. Also das ist tatsächlich auch strategisch eben dahinter steckt. Ich weiß nicht, wer Gramsci kennt, aber auf den beziehen die sich tatsächlich auch. Die nennen das Metapolitik. Gramsci, die Kurzversion ist, Gramsci, italienischer Kommunist, saß in Festungshaft, weil er irgendwie beim Putsch gescheitert ist und hat dann überlegt, warum bin ich eigentlich beim Putsch gescheitert? Okay, Erkenntnis, man muss eigentlich erst dafür sorgen, dass die Leute einen gut finden und dann den Putsch machen. Anstatt andersrum, weil das könnte sonst ungesund werden. Ja? So, klingt banal, ist aber, hat er natürlich etwas elaborierter dargelegt. Und das ist das, wo die neuen Rechten mit dem Begriff Metapolitik, ja, kulturelle Hegemonie oder Diskurshoheit, aber wie gesagt, Diskurshoheit, aber Metapolitik ist der Begriff, der in der neurechten Szene benutzt wird. Es ist aber dasselbe Phänomen. Es geht darum, die Diskurshoheit dort, wo der Diskurs stattfindet, zu dominieren. Und das ist dann eben im Netz oder eben mit solchen Publikationen etc. Und das ist deutlich ausdifferenzierter. Also ich meine, wir kennen alle das Phänomen, was eine abartige Zahl von Facebook-Gruppen, die irgendwie rechte Propaganda verteilen, von Twitter-Kanälen und was auch immer, dahinter steckt eine Strategie. Das heißt nicht, dass da immer irgendwie 5 Leute zusammensitzen und sagen, was ist unser nächster Schritt. Aber es gibt eben in diesen Medien Gedanken darüber und es gibt genügend Leute, die gleichen Medien lesen. Und das ist übrigens auch der Punkt, es gibt keine große internationale Vernetzung in der Szene, aber es gibt eben Übersetzungen der Leitwerke und der Strategien, die irgendwo funktionieren und die werden dann übernommen. Also sie brauchen gar nicht die große internationale Vernetzung, aber Alain de Benoist, der französische Vordenker der neuen Rechten, Nouvelle Droite heißt das dort, den gibt es in allen Sprachen und der ist auch von allen gelesen worden, ja. So, und dann gibt es eben neben diesem publizistischen Arm, der ein großer Faktor ist, gibt es dann den aktivistischen, da war Pegida ein Phänomen, das jetzt ein bisschen kleiner geworden ist, aber was ja schon eine Wirkung hatte. Da sind die Identitären ein Phänomen, was eben gerade junge Leute, die vielleicht auch gar nicht intellektuell da sich groß Gedanken machen wollen, aber irgendwie halt so
sagen, irgendwo draufklettern, Banner runterwerfen, das kriege ich auch noch hin. Also das ist tatsächlich unterschiedliche Angebote an unterschiedliche Zielgruppen. Und das Ganze wird dann eben auch noch von hinten finanziert über den Verein 1%, gegründet von Getz Kubitschek und Jürgen Elsässer, der dann natürlich auch Möglichkeiten der Finanzierung hat, die eine Partei halt teilweise nicht hat. Weiß man immer nicht so genau, wo das Geld herkommt. Der dann aber solche Projekte macht, wie zum Beispiel in Halle ein Haus kaufen für Kontrakultur, das ist der identitäre Ableger in Halle, direkt gegenüber vom Unicampus. Und die versuchen eben dann, also das ist wirklich gegenüber im Sinne von, das Haus ist hier und da hinten fängt der Unicampus an. Also das ist 10 Meter. Und das ist natürlich der Unicampus, wo was gelehrt wird, Geschichte, Politik und Philosophie, also natürlich genau die Themen, für die die relevant sind. Und da sind dann eben auch Identitäre in fast jedem Kurs eingeschrieben und die gehen dann da rein und versuchen eben auch, ihre Hausarbeiten über faschistische Denker zu schreiben, natürlich positiv etc., also faktisch den Lehrbetrieb auch so ein bisschen 68er-mäßig zu übernehmen und zu unterwandern. Und sie provozieren, willst du eigentlich was sagen? Nein. Sie provozieren, du bist so angespannt hier neben mir. Nein, ich bin überhaupt nicht angespannt. Und die provozieren dort eben natürlich auch die Stadt und die linke Szene irgendwie sich zu verhalten, ja, und das Interessante war übrigens, da war es dann auch, dass es im Abgrenzungsbeschluss der AfD zu den Identitären ist ja sowieso der größte Witzbeschluss aller Zeiten, das ist auch nur Propaganda nach außen. Dort war es so, Haus gekauft von 1% für die Identitären und die Identitären wiederum haben Räumlichkeiten vermietet an 2 AfD-Landtagsabgeordnete, die an sie dann Miete gezahlt haben. Ne? Also zum Thema Abgrenzung. Und die sind jetzt aber wieder ausgezogen, nachdem dieser Prüfbeschluss vom Verfassungsschutz aufgetaucht ist. Das ist, weil die natürlich merken, das könnte dann schwierig sein, wenn die Identitären als rechtsextrem verboten werden und sie sind diejenigen, die denen Miete zahlen, nicht so gut. Aber das ist eben, da wird auch immer versucht, die Grenzen so ein bisschen zu verschieben. Und es gibt dann eben eine Sprachregelung gegenüber den großen Medien und so. Und dann gibt es eben eine Sprachregelung auch in die Szene rein. Also wer wissen will, wie die ticken, muss halt auch Sezession, kompakt weniger, die sind nicht so strategisch, aber Sezession gelesen haben. Da stand das alles drin, was wir inzwischen erlebt haben. Ja? Es ist aber halt auch ein Problem gewesen, dass es nicht gelesen wurde, auch von vielen Journalisten nicht. Die haben eben auch Narrative der AfD, die diese selber am Anfang verteilt hat, übernommen. Professorenpartei ist so ein Beispiel. Die waren nie eine Professorenpartei. Nie, zu keinem Zeitpunkt. Es ist aber übernommen worden, weil sie es erzählt haben und die Journalisten es einfach geglaubt haben. Ne? Und es gibt noch so ein paar andere Geschichten. Die haben das immer wieder übernommen und haben es geschafft, ihre Erzählungen in der Mitte gewissermaßen zu verankern und sich deutlich seriöser und deutlich bürgerlicher zu geben, als sie jemals waren. Das wäre gerade meine erste Frage gewesen, ja. Tatsächlich, weil das war die Stelle, wo ich, also ich habe einen Vortrag von ihm gehört im Internet und dann habe ich diese eine Stelle, die fand ich dann besonders interessant, weil du von dieser Mainstream-Erzählung weggehst, dass ja, naja, früher war die AfD eine eurokritische Partei und eigentlich eine Professorenpartei und die war ja gar nicht so rechts, aber du sagst, nee, die war von Anfang an rechts und das würde mich mal interessieren, woran du das auch festmachst. Naja, man kann das, also um es so ein bisschen greifbar zu machen, wer waren denn die ersten Landtagswahlgewinner der AfD? Naja, also, nee, Lucke ist, hat Europawahl, war der ja, der ist ja nie zu einer, nee, Stabatti war auch Europawahl. Also das war die Europawahl, da haben sie ein paar Leute reingebracht und dann waren die Landtagswahlen wo? Im Osten, die ersten Landtagswahlgewinner der AfD hießen Petri, Gauland und Höcke. Ja, das war 2014, glaube ich, ja. Das heißt, die allerersten Gewinner der AfD, nach der Erzählung, die heute immer so auch von Lucke und Henkel und sowas gemacht wird, sind ja die gewesen, die es ja damals eigentlich noch gar nicht hätte geben sollen. Ist natürlich Quatsch. Und man wusste auch damals, wenn man wissen wollte, also die Leute, die dazu geforscht haben und die sich damit beschäftigt haben, wussten auch damals schon, wo Gauland und Höcke stehen. Gauland hat 2002 schon ein Buch geschrieben, das heißt Anleitung zum Konservativsein. Da hat der alles vorgezeichnet. Also volles Programm. Ja, dieses ganze Freund-Feind-Denken. Das ist ja bei Gauland immer das Phänomen, er lässt immer andere das sagen, was er eigentlich denkt. Das war dieses Boateng-Ding. Die Leute sagen, sie wollen nicht neben Boateng. Ne? So, dann kann man sich immer so schön von distanzieren. Der hat 2002 ein Buch geschrieben, das geht nur so. Nur, ja. Aber da hat er schon gesagt, es wird irgendwann nur noch 2 Milieus geben. Das eine, das ist das liberale, weltoffene, das Zuwanderung akzeptiert und Homo-Ehe und was auch immer. Und dann eben das andere, das er konservativ nennt, was aber faktisch
das ist, was die AfD jetzt ist. 2002 konnte man das schon nachlesen. Übrigens damals auch schon große Begeisterung für Islamisten. Das ist ja sowieso so ein Phänomen, das quer durch die Szene geht. Islamisten finden die ja an sich super, nur halt nicht hier. Ja, weil die sagen, eigentlich sind die ja genauso wie wir, weil die, ne, Islamismus ist ja sowas, das sind ja Leute, die wenigstens noch für ihre Überzeugungen bereit sind zu sterben. Das ist ja in dieser verweichlichten westlichen Demokratie niemand mehr. So, und da gibt es übrigens auch solche Aussagen von Höcke. Ja? Die finden Islamisten super, nur halt nicht hier. Ja? So, aber an sich kämpfen die ja für dasselbe. Und das insofern, und von Höcke gab es ja damals schon Geschichten. Also es gab ein Interview, ich glaube, es war in der Sezession, auf jeden Fall war es mit Kubitschek, ne, mit dieser Spinne im Netz der neuen Rechten. Kubitschek ist so der wesentliche Macher im Hintergrund, der übrigens auch den großen Medien immer ganz andere Sachen erzählt, als er eben in seinen eigenen Publikationen schreibt. Ja. Der ist ja immer so der nette Onkel mit seinem Schlösschen und wenn man da hingeht, dann wird man zum Kaffee eingeladen und so und dann wirkt er irgendwie total unproblematisch, aber das ist er halt nicht, weil er liest, was er in den Szene-Zeitschriften schreibt. Und der hat dann mit Höcke damals schon ein Interview gemacht, als Pegida anfing, ja, war das so ein Interview. Und da sagte er dann, Höcke war mit dem Satz in den Medien, wer Pegida kritisiert, ist ein Antidemokrat. Wo ich halt mal sage, Moment mal, seit wann ist Kritik antidemokratisch? Das ist übrigens dieselbe Debatte, die wir heute wieder haben, rund um das Thema Meinungsfreiheit, ja. Und dann hat aber Kubitschek ihn genau zu dem Thema gefragt. Und er hat gesagt, Moment, haben Sie denn gar keine Kritik an Pegida? Sagte der, doch, er hätte auch Kritik an Pegida. Okay, interessant, zwei Sätze später. Er hätte auch Kritik an Pegida, das wäre aber eine andere, weil er würde dieses christlich-jüdische Abendland nicht so ganz verstehen. Er finde ja, das Jüdisch könnte man weglassen so ungefähr und man sollte sich doch bitte auf die germanische Mythologie stärker beziehen. Ne? So, und solche Geschichten, das war damals bekannt. Ich weiß auch, dass zum Beispiel Henkel es wusste, weil ich es ihm persönlich zur Verfügung gestellt habe. Die wollten das nicht sehen. Die haben da sogar noch Geld reingesteckt im großen Stil. Henkel hat in der Zeit der Partei ein persönliches Darlehen von 1 Million Euro gegeben aus seiner persönlichen Kasse zu dem Zeitpunkt. Also ich könnte da jetzt noch eine Stunde drüber philosophieren. Es ist aber so, dass die natürlich eine Erzählung hatten. Die haben sich ziemlich genau überlegt, wie man eben eine rechtsradikale oder zumindest eine sehr stark rechte Partei in der Mitte der Gesellschaft verankern kann, ohne dass sie gleich als Nazi-Partei verschrien oder erkennbar ist. Da gab es übrigens es gibt die Biografie von Ronald Schill, die Älteren werden sich noch erinnern, Schill-Partei in Hamburg 20% mal geholt mit Rechtspopulismus, 2002 war das, glaube ich, und der Typ ist dann, also der hat eine Biografie geschrieben, der hat 500 Seiten oder so, Wahnsinn, weil er eigentlich die ganze Zeit nur beschreibt, mit wem er als Senator, der war ja dann wirklich Senator in Hamburg auch, mit wem er als Senator auf welchen Drogen es auf seinem Senatorenschreibtisch getrieben hat. Also wirklich absurd und es gibt aber genau eine Seite, die relevant ist, wo er nämlich sagt, wie er damals sich überlegt hat, wie man eine rechte Partei aufbaut und dafür sorgt, dass sie nicht als Nazi-Partei irgendwie wirken kann. Dann hat er gesagt, das Erste, was er gemacht hat, ist, er hat sich einen Schwulen in den Vorstand geholt, das Zweite, was er gemacht hat, ist, er hat sich einen Ausländer in den Vorstand geholt und das Dritte, was er gemacht hat, ist, in die deutsch-israelische Gesellschaft eingetreten, weil ein Nazi ist mit Sicherheit kein Judenfreund. Kommt es jemandem bekannt vor? Ne? Also Frau Weidel, dann gibt es da diesen Achille, den afrikanischstämmigen, der für die AfD Kreisvorsitzender ist. Ne? Funktioniert super. Weil können die immer sagen, ja, wir können doch gar keine Nazis sein. Und dann gibt es noch die Juden in der AfD. Da sind ja kaum Juden drin. Aber denen war das natürlich super wichtig, die Juden in der AfD zu gründen. Und es gibt, ich vergesse übrigens nie die Szene, als schon Lucke, weil da gab es eben diesen Landtagsabgeordneten in Baden-Württemberg, der ja immer noch Landtagsabgeordneten, immer noch AfD-Mitglied und immer noch Delegierter auf dem Bundesparteitag ist, ja, Gedeon, ne, der ist nie ausgeschlossen worden, der ist nur nicht in der AfD-Fraktion, aber der ist nochmal wiedergewählt worden als Delegierter zum Bundesparteitag. Das ist mitten in der Partei, das ist ein so dreckiger, übler Antisemit, wie es kaum einen gegeben hat in Deutschland nach dem Krieg. Wenn man sich liest, was der Jude als der innere Feind des Christentums, ja, das ist die AfD. Und das war dann eben damals, als das öffentlich wurde, da gab es eine Demo gegen Judenhass, organisiert von der Bild-Zeitung. Und gab es eine Demo gegen Judenhass in Berlin. Und da ist der Lucke stundenlang auf dieser Demo rumgekreist und hat unbedingt versucht, mit dem Kai Diekmann, mit dem Bild-Chef, irgendein Foto hinzukriegen oder mit irgendeinem von den Juden da.
der ist, wollte unbedingt mit einem Juden fotografieren, um zu zeigen, dass die AfD nicht antisemitisch ist. Ja? Aber das ist Strategie und fast alles, was wir erleben, ist Strategie. Und das Problem ist, wenn wir denen diese Strategie so durchgehen lassen, ohne sie zu beleuchten. Es passiert jetzt viel mehr, aber es ist am Anfang nicht passiert und das ist einer der maßgeblichen Gründe, warum die so schnell wachsen konnten. Warum konnten die denn bleiben? Weil wir haben ja, du hast ja, es gab ja rechte Parteien immer wieder. Die NPD hat es ein paar Mal ins Landtag geschafft, die Republikaner haben es geschafft, die Schill-Partei, die du gerade erwähnt hast. Wir hatten ja immer wieder Rechte, die sind ja dann immer wieder verschwunden. Was ist der Unterschied zur AfD? Professionalität ist das eine, das sollte man nicht unterschätzen. Und ich sag mal, die Gnade der späten Geburt natürlich. Also ich sag mal, die NPD war immer eine Nazi-Partei, das war auch nie anders. Ja, und das ist eben auch eine Selbstzuschreibung ja durchaus gewesen. Ne? Man darf immer nicht vergessen, dass wir ja vorher mit den Neonazis, das sind ja Leute gewesen, die durch ihren Kleidungsstil etc., ne, die haben da ja, sie wollten ja zeigen, wer sie sind. Jetzt haben wir es natürlich mit jemandem zu tun, der Camouflage perfektioniert hat, in Teilen zumindest. Es ist eben auch so, dass man, wenn man die Republikaner nimmt, Schönhuber war ein alter SS-Mann, also der Chef der Republikaner, der hatte ein Buch geschrieben, wo er über seine Zeit in der SS geschrieben hat und gesagt hat, ich bereue nichts. Das hieß auch so ähnlich. Also und das waren eben wirklich auch teilweise noch alte Nazi-Kader, aber die gibt es ja einfach auch nicht mehr. Ja, die sind jetzt halt alle 95 oder älter und die sind halt nicht in der AfD aufgetaucht. Und insofern ist auch diese Dechiffrierung nicht so gelungen und man muss einfach sagen, das ist, die sozialen Medien sind natürlich ein Faktor, der denen geholfen hat und eine viel höher ausgebaute Professionalität. Ja. Und eben vielleicht auch, muss man vielleicht auch so sehen, vielleicht auch eine viel größere Unvorbereitetheit von Seiten der liberalen Mitte, nenne ich sie jetzt mal so, weil ich glaube, wir uns alle vor, also inklusive mir übrigens, vor 6 Jahren oder so nicht hätten vorstellen können, dass tatsächlich wieder Leute mit in dieser Art und Weise fundamentalste Werte unserer Gesellschaftsordnung in Frage stellen und dafür Applaus bekommen. Also ich glaube, dass wir alle davon auf dem falschen Fuß erwischt worden sind. Jetzt hatten wir ja natürlich, du hast es ja gerade erwähnt, diese Brandmauer, dass wir den Nationalsozialismus hier hatten und das natürlich verpönt war. Gleichzeitig ist ja dieses Phänomen der aufkommenden Rechten ja ein ziemlich internationales. Es ist ja nicht nur Deutschland. Also Deutschland ist ja eher fast schon ein Spätzünder. Ja, aber Trump hast du erwähnt, wir haben es in Großbritannien mit dem Brexit, was ja eigentlich irgendwie auch ein rechtes Phänomen ist. Wir haben in Frankreich den Front National, wir haben in der Schweiz haben wir genau. Irgendwie was ist jetzt die Frage dazu? Die Frage ist, wieso gerade so eine Welle, also so ein Aufkommen, also das ist nicht nur als deutsches Phänomen. Naja, das ist natürlich leben wir in einer Umbruchszeit. Also ich glaube, das sollte man immer nicht unterschätzen, dass natürlich solche Kräfte in einer Zeit, in der sich vieles neu sortiert, immer leichter in die Mitte der Gesellschaft vorstoßen können. Die Zeiten, wo man als Arbeiter automatisch in der Gewerkschaft war und als katholisches Kind aus der Eifel automatisch, oder wir sind ja hier in Bayern, also katholisches Kind aus Passau von mir aus, automatisch in der CSU oder so, und immer in die Kirche als Messdiener gegangen ist, die Zeiten sind ja vorbei. Und das ist eben etwas, was ich persönlich gut finde, weil es eben den Menschen viel mehr Freiheiten gibt, selbst zu definieren, wie sie leben wollen. Aber es ist mit Sicherheit auch was manchen überfordert. Und vielleicht auch so ein gewisses Zugehörigkeitsgefühl dem einen oder anderen verloren geht. Ich glaube, das sollte man jetzt schon nicht unterschätzen, wobei ich das eben alleine auch nicht als Argumentation, dass man jetzt halt Rassist ist, akzeptiere. Ne? Es gibt auch viele Leute, denen es nicht gut geht, die eben nicht Rassisten geworden sind. Also das sollte man ja immer nicht vergessen. Ist auch kein soziales Phänomen, mit dem wir es zu tun haben. Ja? So, das ist das Thema und natürlich auf der anderen Seite, man sollte das nicht unterschätzen, wie stark eben die sozialen Medien natürlich auch diese Filterfunktion der Medien, ne, die eben gewisse Fake News auch einfach von den Menschen ferngehalten haben, ja, das ist jetzt halt, ne, der direkte Draht, der geht jetzt durch und dann ist es noch dazu, also wenn man sich, das ist ganz interessant, wenn man sich so Anfang der 90er mal anschaut, wie damals die Nazis dann durch die Republik geschafft wurden, um dann halt in Lichtenhagen oder Hoyerswerda oder sowas aktiv zu werden. Das war halt eine richtig große logistische Aufgabe, aber im Internet
Ne? Wenn du irgendwie irgendwo eine Bürgerinitiative gegen ein Flüchtlingsheim gegründet hast, hast du innerhalb von Stunden ein paar tausend Leute gehabt, die dich unterstützt haben. Ja? Und ich habe das persönlich auch erlebt. Ich bin Administrator an verschiedenen rechtsextremen Gruppen, natürlich nicht unter meinem eigenen Namen. Ich werde auch nicht sagen, unter welchem. Die wundern sich dann auch immer, wer sie anzeigt und so und wer das irgendwie, das ist immer sehr lustig. So, das ist der lustige Teil von dem, was ich so tue. Hallo. Und das ist ein Phänomen. Ich habe mit meinem echten Profil irgendwie so 4000 Freunde und Follower auf Facebook und mit diesem Fake-Profil, was ich da angelegt habe, nachdem ich dann, ne, ich spreche natürlich die Sprache von dieser Szene. Ne? Ich kann natürlich genau alles sagen, was die so hören wollen. Und dann brauchst du halt so die ersten 20 Leute, mit denen du dich vernetzt, die dich auch abchecken. Ja, bist du echt? Bist du einer von ihnen? Und danach habe ich innerhalb von kürzester Zeit mein Friend-Limit auf Facebook von 5000 Leuten. Also das geht dann wirklich wahnsinnig schnell. Da gibt es auch ganze Listen. Da gibt es nicht nur Blocklisten, sondern es gibt eben auch Listen, wer mit wem befreundet sein sollte. Und dann bist du eben auch ganz schnell halt auf einmal dann in so einem Netzwerk drin und bist dann auch Administrator und so. Das geht dann relativ schnell. Aber die sind halt da extrem gut aufgestellt. Und das sieht man auch, wenn man sich so Netzwerkanalysen von Twitter beispielsweise anschaut. Ich habe jetzt ja keine Charts, aber da gibt es wirklich krasse Sachen, wo man einfach sieht, wie die auch das Netz dominieren. Und zwar eben in einer ganz, ganz cleveren Art und Weise mit der AfD, die eben gewisse Sachen immer nur bis zu einem gewissen Punkt sagt, um auch nicht zu extrem zu werden. Und dann gibt es aber so anonyme Accounts, die das dann retweeten und dem Ganzen nochmal den etwas extremeren Spin geben und auch Reichweite geben. Und dann gibt es natürlich unheimlich viele Bots. Und dann ist es eben auch, sind die Algorithmen, die das natürlich den Leuten auch bringen. Und ich gebe mal ein Beispiel, wo das super extrem war und wo man das auch in der Netzwerkanalyse sieht. Ich weiß nicht, wer sich daran erinnert. Margot Kessmann hat mal so einen Shitstorm geerntet. Da gab es ein Interview, da hat sie gesagt, den einen Satz, der ist dann rund gegangen. 4 deutsche Großeltern, da weiß man, wo der Wind herweht. Oder wo der braune Wind herweht. Oder irgendwie so hat sich ausgedrückt. Das war aber natürlich im Kontext gerissen. Es war ein AfD-Landtagsabgeordneter, ein rechtsextremer Professor, ich glaube in Brandenburg oder MacPom, der gesagt hatte, die AfD will die Partei sein für die Leute, die 4 deutsche Großeltern haben. 2 deutsche Eltern, 4 deutsche Großeltern. Das heißt, sie hat auf diesen Rechtsextremen, sie wurde damit konfrontiert in einem Interview und hat gesagt, mit dem, was er da gesagt hat, da weiß man doch, wo der Wind herweht. Online wurde das dann aus dem AfD-Milieu und aus diesem rechten Milieu so gespinnt, als ob sie sagen würde, jeder, der 4 deutsche Großeltern hat, ist Nazi. So, absurd, aber das hat das Netz dominiert. Das konnte man wirklich ablesen. Das hat 90% der Tweets, die zu dem Thema im Netz unterwegs waren, und das waren nicht wenige, haben genau diesen Spin verbreitet. Das heißt, Leute, die auf Twitter unterwegs waren, nicht mitbekommen haben, was da gelaufen ist, haben zu ziemlich, mit absolut hohen Wahrscheinlichkeit, nur oder fast nur diesen Fake-Spin mitbekommen und glauben es dann halt natürlich teilweise auch und verbreiten es dann teilweise auch wieder weiter. Was wären die unsere Strategie jetzt mal als die Liberalen mit kleinem L Mehrheit? Also wir im Prinzip brauchen wir doch eine neue Kulturtechnik, wie wir mit dem Internet umgehen. Ja, ganz viele. Also ich war heute noch in Berlin, habe ein super spannendes Projekt aus der Slowakei heute gesehen. Nur mal so als Beispiel, manche kennen vielleicht dieses, weil es geht halt oft auch um Geld. Wer Sleeping Giants kennt oder kein Geld für rechts, war mal so ein Thema. Da geht es ja um die Frage oder um den Punkt, dass man auch als Firma blacklisten kann, wo man mit seiner Werbung auftaucht im Internet. Ja, also das war in Amerika so das Thema, dass eben die großen Firmen alle auf Breitbart geworben haben und damit Breitbart Geld gebracht haben. Und dann Sleeping Giants eben immer wieder diese Firmen auch darauf hinweisen und sagt, eure Werbung taucht da auf und übrigens so geht blacklisten. Ja, dass das eben nicht mehr passiert. Das ist übrigens was, da rasten die komplett aus, weil es ihnen halt richtig an die Knete geht. Ja, das mögen die gar nicht. Und in der Slowakei haben die da jetzt noch eine Stufe vorgeschaltet und die haben eine PR-Agentur, das ursprünglich gegründet ist, inzwischen eine NGO, die ranken Webseiten nach ganz transparenten Kriterien mit einer transparenten Jury nach ihrem Fake-News-Gehalt. Ne? Also, weil das ist ja so ein bisschen das Problem, was wir haben. Man hat so Sachen wie Kompakt-Magazin oder so, da ist halt irgendwie so nichts wahr, ja. Und dann hat man aber natürlich auch solche Seiten wie Tichy oder sowas, die halt
nicht so sind, aber auch nicht sauberen Journalismus machen. Ja? Und das ist ganz, ganz schwer für die Leute. Also ich erlebe immer wieder einen FDP-Bundestagsabgeordneten, den ich ansonsten schätze, der Thomas Sattelberger gibt Ken Jebsen, diesem Verschwörungstheoretiker, gibt ein anderthalbstündiges Interview, weil er nicht weiß, wer der Typ ist. Ja? Und das ist eben dieses Programm in der Slowakei, ranken die das, die haben inzwischen 180 Seiten, die sie dort monitoren. Und das ist ganz interessant, weil es eben auf der einen Seite erstmal auch normalen Nutzern eine Transparenz darüber gibt, die können so ein bisschen nachschauen, so wie bei Mimikama, wo es halt eher um einzelne Gerüchte geht, stimmt das nicht, könnte man da gucken, wie arbeitet diese Webseite. Firmen können sich dann überlegen, ob sie diese Seiten alle blacklisten oder ab welchem Wert sie es vielleicht machen. Und es ist tatsächlich auch so, was man dort sieht, ist, dass einige Seiten, die halt nicht unbedingt beim Zehnerwert sind, ja, also wo das nicht das Geschäftsmodell ist, einfach Antisemitismus zu verbreiten beispielsweise, dass manche von denen tatsächlich auch den Druck dann merken und anfangen umzudenken und sich dann bewerben und sagen, könnt ihr uns bitte neu bewerten, wir sind jetzt nicht mehr so. Ja, ja, und das ist, finde ich schon, also das sind ja so Dinge, das trennt natürlich auch so ein bisschen die Spreu vom Weizen, weil ich glaube, was wir alle erleben momentan ist natürlich, das sollte man auch nicht unterschätzen, wir leben in einer Zeit, wo selbst der etablierte Journalismus ein riesen Finanzierungsproblem hat. Das heißt, wir sehen, dass auch die Welt und die FAZ und was auch immer mit Clickbaiting arbeiten. Ja, und ich habe auch so Phänomene gehabt, ich habe einen Artikel geschrieben über jemanden, über Jürgen Todenhöfer kann man auch sagen, der auch ein schwieriger Charakter ist, vorsichtig gesagt, wo dann ein großes deutsches Medium zu Axel Springer gehörig gesagt hat, das drucken wir nicht, wir wissen, dass das alles richtig ist, wir sind aber nicht in der Lage, einen Rechtsstreit mit dem zu finanzieren, weil man halt weiß, dass der immer klagt. Ja? Das muss man sich mal überlegen. Da haben die, weil der Typ ist Multimillionär und der macht das halt auch, der verklagt halt jeden. Wir haben das gerade bei Xavier Naidoo erlebt, ja? der verklagt jetzt jeden, der ihn Antisemit nennt. Und viele knicken dann halt auch einfach ein. Und das ist ein Phänomen, ich habe das auch erlebt. Ich bringe ein Buch auf den Markt, innerhalb von ein paar Tagen, wumms, eine Abmahnung nach der anderen. Ja, ist zwar nichts durchgegangen, wir haben da auch nichts unterschrieben, aber natürlich, Ken Jebsen probiert es. Ja? Das ist auch durchaus für die eine Form von Geschäftsmodell. Und das macht natürlich Leuten auch Angst. Ja? Das heißt, da muss man halt auch gucken, da muss man auch Finanzierung, Hate Aid ist ein spannendes Projekt, was auch nach der Trump-Wahl gegründet wurde von dem Gerhard Hensel, der auch kein Geld für rechts gemacht hat, der seinen Job ja deswegen verloren hat, wegen dem Druck aus der rechten Szene. Und der dann Hate Aid, der ist dann eben nicht weggeduckt und hat Hate Aid gegründet, die einem inzwischen helfen, zum Beispiel auch solche Sachen durchzuklagen. Die unterstützen jetzt zum Beispiel auch Renate Künast in ihrem Fall. Ja? Solche Sachen brauchen wir, um natürlich auch, ich sag mal, erstmal wieder auf Augenhöhe zu kommen. Und ich glaube, dass wir einfach alle viel, viel besser vorbereitet sein müssen. Ich glaube, man sollte nicht unterschätzen, ich sage immer, wenn man mit jemandem zu tun hat, der sich 1000 Stunden YouTube University Verschwörungstheorien reingezogen hat, selbst wenn wir wissen, dass der falsch liegt, kommen wir mit einmal die Woche Zeitung lesen und dreimal bei Spiegel Online reinklicken, nicht an den Punkt, dass wir dem entgegenhalten können. Das heißt, es wird anstrengend werden. Das ist ein Uphill Battle, wie man so schön sagt. Und wir stehen noch relativ gut da. Also ich hatte heute auf dem Podium, das ich da in Berlin moderiert habe, ich hatte einen Kandidaten aus Nicaragua. Der hat uns dann die Bilder von seinen ganzen Mitstreitern gezeigt, mit denen er die Partei zusammen gegründet hat. Die sind alle tot. Ja? Oder hier der Investigativjournalist in der Slowakei. Ja? War eine Dame aus der Slowakei mit auf dem Podium. Oder was in Rumänien in den letzten Jahren abging. Das ist, da sind wir ja noch an einem guten Punkt, aber man kann dort schon sehen, was die hier probieren werden. Und es sind übrigens auch die Themen, die von dort kommen. Also Soros ist jetzt das große Thema, diese antisemitischen Verschwörungstheorien rund um Soros. Das hat in Ungarn funktioniert, das hat in Rumänien funktioniert, das hat in Polen fängt es an zu funktionieren. Ja, jetzt sieht man es auf einmal bei uns auch. Also ich höre sehr viel, ist übrigens das nächste Thema, kleine Schleichwerbung vorab, Brexit auch. Also da kommt ganz viele sagen, ja, hier die Remainer sind ja alles Soros finanziert. Finanzen ist generell was Interessantes. Ich habe ja mal eine Zeit lang in einer kleineren Partei, jetzt keine Kleinstpartei, sondern schon eine, die im Deutschen Bundestag ist, aber auch nicht von den ganz Großen, war ich mal Mitglied. So, jetzt können wir alle raten. Okay, die Grünen. Okay, ich war bei den Grünen. Nicht mehr. Ja, nicht das ist aber keine Kleinpartei mehr. Ja, die stellt doch bald den Kanzler, habe ich gehört. Ja, das ist aber, das
kümmert mich nicht mehr, da war ich schon draußen. Ah, das kümmert dich nicht mehr, weil du so alt bist, oder? Weil ich nicht mehr dabei bin. Ach, und insofern kümmert mich das nicht mehr. Also ich bin da nicht mehr, ich kämpfe nicht mehr für irgendwelche Kanzlerinnen oder Kanzler. Aber ich habe gemerkt, wie sehr im Wahlkampf da, die mit den Finanzen auch kämpfen, wo man denkt, das ist ja doch eine große Partei, wie sehr die kämpfen. Und wenn man dann sieht, woher die, wie die AfD, wie die finanziell dasteht, dass die am Stachus mit einem komischen Wählerverein, wo niemand genau weiß, wer das war, eine riesen, ich weiß nicht, wer das gesehen hat damals, das war beim Landtagswahl, da wurde irgendwie von einem komischen Wählerverein, stand nicht AfD drauf, Riesenwerbung hier, nicht Alternative für Deutschland, sondern irgendwie war es für Deutschland eine Alternative oder irgend sowas stand ja, da, damit es nicht so sah aber genauso aus, sah genauso aus und so, ja, damit waren sie irgendwie auch draußen. Woher kommt die Kohle? Wer finanziert die? Gut, also wo genau sie herkommt, wissen wir ja nicht. Deswegen ist das ja auch der größte. Ja, gut, über den habe ich ja auch. Das ist ja mein Problem mit meiner Co-Autorin gewesen. Können sie online nachlesen. Also wir haben diese Leute ja thematisiert in dem Buch und dann kam raus, dass sie mit ihrer Anwaltskanzlei genau diese Leute vertritt und deswegen hat sie mich und den Verlag gezwungen, diese Sachen zu schwärzen. Das ist aber inzwischen doch öffentlich geworden. Gab es einen großen Artikel in der Süddeutschen, finden sie online. Exkurs Ende. Aber das ist ein großes Phänomen. Das ist auch diese Goldszene übrigens. Also Beatrix von Storch ist ja persönlich auch verbandelt da in diese Goldszene hinein. Das ist halt. Was ist die Goldszene? Naja, die Leute, also ich sag mal so, es gibt sowas wie Degussa Goldhandel beispielsweise. Die haben natürlich ein Interesse dran, dass die Leute Gold kaufen. Warum kaufen Leute Gold? Weil sie an den Untergang glauben. Ja, so banal ist es. Also, das ist ja. Das klingt wie James Bond. Ja, aber das ist ja, also ich meine, das ist ja so dieses, Gold ist so die Krisenanlage. Die Deutschen kaufen so viel Gold wie fast niemand auf der Welt, weil man eben irgendwie glaubt, das hilft einem. Also wenn dann irgendwie jetzt bald der Untergang kommt, an den ja immer mehr Leute glauben und alles zusammenbricht, dann hat man Gold und dann, weil der Euro ist ja irgendwie eine Währung, die eigentlich nichts wert ist und so. Ja, aber das ist tatsächlich so ein Phänomen, was man eben in der Szene kennt. Die brauchen, die haben ein Interesse dran, dass die Leute das glauben. Und da gab es auch immer wieder Veranstaltungen, wo es dann eben solche Leute aus diesem Milieu, Politikermilieu, AfD-Milieu gibt, die dann eben da Vorträge halten, der Untergang kommt und dann hat man danach hinten dran die Goldhäuser, die dann sagen, hey, und ganz zufällig haben wir genau die Produkte, die sie dafür brauchen. Und das ist eben, sollte man nicht unterschätzen, dass diese Panikmache, die wir erleben, eben auch für Leute ein Geschäftsmodell ist. Ja? Und das ist ein Phänomen, was jetzt nicht ganz neu ist, aber was auch bis heute leider nicht zu Ende beleuchtet ist. Und dann gibt es ja noch diesen anderen, da fällt mir jetzt der Name nicht ein, aber auch so ein Milliardär, der irgendwie auch nicht mehr in Deutschland lebt, der wahrscheinlich hinter den Spenden steckt, die da über Umwege über die Schweiz geflossen sind. Man darf das ja immer, man sollte sich das immer mal bewusst machen, was die AfD da produziert hat, ist der größte Spendenskandal der deutschen Geschichte. Ja, also das ist vom Umfang her größer als das, was Kohl produziert hat. Ja, aber es spielt keine Rolle. Das sieht man aber halt natürlich auch, dass den Wählern ist sowas egal. Trump ist ein Krimineller, aber das ist den Wählern egal. Die finden das geil. Ja? Das ist eben, man sollte immer nicht unterschätzen, ich sag's jetzt mal wirklich ganz salopp, da fickt jemand das System und genau dafür werden die gewählt. Ja? Das finden die Leute gut, die wären gerne so. Ja. Es ist nicht jeder irgendwie, wir haben ja immer diesen, das ist so ein bisschen der Impuls, den wir ja haben, weil wir so sind, dass wir immer denken, eigentlich meint es doch jeder gut. Ja, jeder muss es doch gut meinen. Nein, es gibt Leute, die wollen gar keine, also die finden es geil, Rassisten zu sein, die wollen Rassisten sein, die wollen Sexisten sein. Also ja? Ich bin ja auch so ein bisschen Rassist? Nein, Gottes Willen. Ich dachte schon, weil du bei den Grünen nicht mehr bist. Genau, ich wurde raus, nein. Es sind ja auch wahnsinnig viele Journalisten bei der AfD und ich bin ja da so ein bisschen angebandelt mit den Journalisten und denke mir immer so, ein Journalist ist jemand, der offen auf ein Thema zugeht, der versucht verschiedene Seiten zu, da kann man doch nicht so einer Partei anhängen, denke ich immer. Doch, die waren ja, aber man muss das ja eher andersrum sehen, die haben ja vorher die Arbeit dort schon gemacht. Also der Chefredakteur des Fokus, der Chefredakteur nicht, sondern der Chefautor des Fokus, Klonowski, der hat wirklich faschistoide Bücher geschrieben, als er Chefautor des Fokus war.
der ist inzwischen Redenschreiber für Meuthen. Nikolaus Fest, der bei der Bild-Zeitung als stellvertretender Chefredakteur bei der Bild am Sonntag rausgeflogen ist, wegen einem rechtsradikalen Text, den er dort publiziert hat, ist er, glaube ich, sogar gewählt worden. Europaabgeordneter, auf jeden Fall führender Kopf in der AfD. Günter Lachmann, der ist jetzt gerade wieder bekannt geworden, das war der Typ, der da in dieses Höcke-Interview reingeblökt hat und das abgebrochen hat, haben sie bestimmt alle mitbekommen. Der Typ hat ja auch eine Geschichte, der ist bei der Welt rausgeflogen, weil rauskam, dass er als Weltredakteur der AfD gegen Geld angeboten hat, sie positiver in der Welt darzustellen. Ja, ist rausgeflogen, ist inzwischen Pressesprecher von Höcke. Ne? Also diese Leute, die waren alle da und die haben vorher an der Stelle, wo sie eben vorher waren, in diesen Medien ihren Job gemacht. Ja, so, die haben da schon auch, ich sag mal, die neuen Rechten nennen das immer Seelenmassage betrieben. Ja, die meinen immer, dass die liberale Seelenmassage, ihr schönes Deutschland kaputt macht. Ich drehe das jetzt einfach mal um. Aber diese Leute waren immer da. Und natürlich, ich meine, wenn man weiß, dass inzwischen 5, 6, 7 Millionen Deutsche AfD wählen sollen, warum sollte es diese Leute nicht auch im Journalismus geben? Ja. Insofern, das hat ja auch, man sollte das immer nicht, das sind ja keine Dummen. Das ist ja weder ein Idiotenphänomen noch ein Sozialphänomen. Ja. Also diese Strategie, Sozialphänomen so, keine Ahnung, man muss jetzt halt den Osten noch mehr fördern oder wie auch immer und so, du sagst, das ist alles gut, aber hat nichts mit der AfD zu tun. Nee, also der Punkt ist, ich halte das, also das Phänomen im Osten, dass das größer ist im Osten als im Westen, ist klar. Aber nur prozentual, ne? Genau, prozentual. Und da gibt es ganz viele kluge Erklärungsansätze. Der des sozial Abgehängten ist keiner. Also ist ein Erklärungsansatz, aber kein kluger. Das zeigen übrigens alle Studien. Es gibt da durchaus eine Korrelation, dass es eben Leute, die irgendwie arbeitslos sind, Hartz IV bekommen oder sehr niedriges Einkommen haben, tendenziell etwas höher AfD wählen. Ja? Aber es ist eben nicht nur ein Phänomen, das damit zu tun hat, sondern das geht durch alle Schichten quer durch. Und ich habe das eben auch erlebt, dass man dann, wenn man dann mit SPD-Politikern oder sowas auf dem Podium sitzt, die sagen dann halt, wir müssen halt mehr Sozialpolitik machen, wo ich halt sage, ja, könnt ihr gerne machen, aber das ist so ein bisschen das Phänomen, wenn man nur einen Hammer hat, sieht man überall Nägel. Ja, das ist aber, das führt nicht in die richtige Richtung. Und noch dazu, was ich am problematischsten finde daran, ist, dass man ja auch, wenn man so tut, als ob das alles Abgehängte sind, dann verlässt man ja auch die, die vielleicht nicht viel haben, aber keine Rassisten geworden sind. Und die dort vielleicht dann auch hängen und das Gefühl haben, selber mit zur Minderheit zu werden. Ja? Das heißt, es geht doch darum, die auch zu stärken, die eben dieser menschenfeindlichen Ideologie nicht anheimfallen. Und wie gesagt, ich kenne das, wenn ich in das Umfeld von meinem Vater gucke, das sind teilweise gut situierte Leute mit einer Villa und mit 2 Autos auf dem Land, ja gut, nicht hier in München, das weiß ich nicht, ob man sich das überhaupt leisten kann, aber auf dem Land, die haben überhaupt keine Sorgen und sind trotzdem rechtsradikal. Die würden das natürlich immer bestreiten, aber die sind halt keine Nazis. Aber die glauben, dass da mal endlich wieder einer durchgreifen muss. Die finden Putin geil, die finden Minderheiten scheiße, ja, die finden auch Umerziehung von Homosexuellen gut. Ja, was sollen die denn sonst sein? Ja, es gibt noch wahnsinnig viel zu reden. Also Putin wäre jetzt auch noch so ein Punkt, den ich jetzt anschneiden könnte, aber sonst kommen wir 100. ins 1000. Vielleicht noch mal ganz zuletzt Ausblick. Also tatsächlich ist es ja so, man hat jetzt, also irgendwie habe ich so einen Eindruck nach der Thüringen-Wahl, ja, jeder kannte Höcke, ist so ein kleines Erwachen gekommen, dass man sagt so, nee. Schon wieder ein Erwachen. Oder bilde ich mir das ein? Also ich habe so einen Eindruck, also gerade weil du ja vorher auch Ziemiak gesprochen hast, also irgendwie ist der Ton schärfer gegenüber der AfD geworden. Oder der war ja vorher auch scharf. Ich meine, die CDU läuft doch in ein riesen Vakuum rein in dem Augenblick, wo Merkel weg ist. Das war doch, die wissen doch gar nicht mehr, wo sie stehen. Und da gibt es Leute, die einfach auch Angst um ihre Jobs haben und sich überlegen, wie können wir beim nächsten Mal wieder regieren. Und natürlich, wenn die AfD irgendwie so groß wird, wie wir es jetzt in Thüringen erleben, dass sie faktisch keine Koalition mehr ermöglicht, die CDU irgendwie an der Macht halten könnte, jenseits der Großen, und das reicht ja in Thüringen auch bei weitem nicht, dann gibt es natürlich da Leute, die auch total opportunistisch sich überlegen, wie können sie das hinkriegen. Und das ist doch das Phänomen. Und jemand wie Ziemiak, das ja selbst auch
ich sag jetzt mal, kein Liberaler, vorsichtig ausgedrückt. Das ist einfach auch, die müssen da eine Brandmauer einhauen, weil wenn die dieses Schlupfloch offen lassen, dann braucht es sie nicht mehr. Das ist übrigens ein Phänomen, das hat Schönhuber damals schon erkannt, der ist mal in einem Interview, ist auch ein schöner Abbinder jetzt eigentlich, Schönhuber ist in einem Interview gefragt worden, Anfang der 90er, ja, also irgendwie, sie haben ja große Pläne, aber sie gewinnen mal eine Wahl, dann verlieren sie mal 2, dann kommen sie mal auf 10%, dann kommen sie wieder auf 3, kommen sie mal ins Europaparlament, fliegen sie da wieder raus, so richtig, und koalieren will mit ihnen ja auch keiner. Sagt er, ja, aber ist doch egal. Es geht doch eigentlich nur darum, dass durch unsere Existenz die etablierten Parteien anfangen, unsere Politik zu machen. Und wenn man damals zum Beispiel auf das Asylgesetz schaut, ja, Asylgesetz beschlossen, die SPD eingeknickt, auch meine Partei, die FDP, hat damals mitgemacht, ist kein Ruhmesblatt. Und 6 Tage später, ich weiß gar nicht mehr, war es Mölln oder Solingen. Also Appeasement gegenüber Rechtsextremen funktioniert ja nicht. Das ist ja irgendwie so eine Sache, die sollte man aus der Geschichte eigentlich gelernt haben. Und das, was Schönhuber damals gesagt hat, ist heute genauso wahr wie damals. Und solange immer wieder solche Debatten aufkommen, solange auch die SPD oder die FDP immer wieder Diskussionen führen, inwieweit man da irgendwie hinrücken müsste und da müsste man jetzt mal ein bisschen härter und so, ist es natürlich für die Wähler auch super attraktiv, weiterhin die AfD zu wählen, weil sie sagen, okay, wenn die jetzt schon irgendwie anfangen, auf die AfD zuzugehen und sagen, wir müssen die ernst nehmen und so, was ja nichts anderes heißt, als irgendwie denen hinterher zu rennen, dann gucke ich doch mal bei der nächsten Wahl, wähle ich die doch wieder und gucke mal, ob ich die Schraube noch ein bisschen weiter drehen kann. Und ich glaube, das ist halt die Aufgabe, die wir sehen, dass einfach auch die Leute, die eine demokratische Einstellung haben und die Demokraten sind, welcher Couleur auch immer, erstens ihre Argumente schärfen und zweitens untereinander zwar demokratisch hart streiten, aber es auch schaffen, im Umgang untereinander eine andere Tonalität zu fahren als gegenüber einer rechtsradikalen Partei wie der AfD. Das finde ich eben auch einen ganz, ganz wichtigen Punkt, dass man nicht immer, also ich erlebe das im liberalen Milieu und im konservativen ist das auch so, die Grünen als Ökofaschisten zu bezeichnen und im grünen Milieu kriege ich auch mal einen Faschismuskeule an den Kopf geworfen. Das ist halt einfach in einer Art und Weise dumm von allen Beteiligten, weil wenn man sich schon unter Demokraten als Faschisten betitelt, wie soll man denn dann die echten Faschisten nennen? Mein Wort. Kein Nazis aber. Kein Nazis aber, genau. Vielen Dank, Christoph. Danke. Vielleicht noch einen kleinen Ausblick. Am 15.12. habe ich zu Gast den John Worth. Der ist Engländer, Blogger. Um es mal ein schönes altes Wort zu benutzen, ein Chronist des Brexit, und da geht es um Brexit, das ist 3 Tage nach der UK-Wahl, also top aktuell, werden wir sehen. Welcher Brexit? Ja, genau, ob Brexit, welcher Ich habe übrigens immer gesagt, es wird keinen geben, wir werden es mal sehen. Also anscheinend wurde schon in Webster Dictionary aufgenommen, to Brexit heißt, wenn man sich verabschiedet und doch nicht geht. Also wenn ihr auf einer Party irgendwo... Kennen wir alle von Partys. Ja, wenn einer sagt, so jetzt gehe ich, tschüss, und er ist eine Stunde später immer noch da, sagt man der Brexit gerade. Und am 12.01. Dann ist der Oliver Weber zu Gast, der hat ein Buch geschrieben, Talkshows hassen, ein letztes Krisengespräch. Da geht es praktisch um Talkshows, Medien. Und eigentlich ist dieser Diskurs auf Sand ja auch so ein bisschen eine Selbstverteidigung gegen diesen ganzen Talkshows in dem Fernsehen, die ja auch nicht so hilfreich sind. Übrigens, wir haben es ja aufgenommen, wird erscheinen auf YouTube vermutlich übernächste Woche. Am Wochenende habe ich keine Zeit, da muss ich meine Tante im Odenwald besuchen. Da weiß ich nicht, ob ich es zusammenschneiden kann, aber spätestens in 2 Wochen hoffe ich, dass ich das dann zusammengeschnitten habe. Kann man dann auf YouTube finden unter Diskurs auf Sand. Es gibt dort vorne auch an der Theke 2 E-Mail-Listen, also weil man informiert werden will über zukünftige Veranstaltungen, sowohl vom Favorit als auch von mir, Diskurs auf Sand. Genau, ich muss mich noch bedanken beim Kulturreferat, die da diese ganze Veranstaltung auch möglich macht. Und jetzt legt Richard Oehlmann auf und
Kamera. Nushin muss ich mich bedanken, die wunderbar eingesprungen ist, damit jetzt auch dort ein Film entsteht. Und mir wurde vorher noch ein Flyer in die Hand gedrückt, das ist sicherlich auch ganz spannend. Am Freitag findet im Stadtmuseum eine Veranstaltung zu Georg Elser statt, 80 Jahre zum 80. Jahrestag des Attentats. Ja, des Attentats, genau. Ist ja einer der mir sympathischeren Widerstandskämpfer. Aber das ist wieder eine ganz andere Debatte. Ja? Gut, also dann vielen Dank, dass ihr da wart. Und jetzt gibt's Bier und ihr könnt mit uns noch ein bisschen euch unterhalten, wenn ihr Lust habt. Danke.